Ich kann nicht länger warten auf zur Sonnenlichtenge. Aber bevor es losgeht, schnell in den Gummi-Chat-Editor gehen und... Oh. Moment, ich will nämlich einen neuen Gummi-Chat haben. Einen kleinen. Was nehme ich da an? Also die hier, die Mistils, die sehen ziemlich witzig aus und haben auch verdammt viel Panzerung, die Freunde. Die sind sehr interessant. So, was ich haben wollte, sind den Organics einen wollte ich haben. Jetzt speichere ich mir das runter. Und da kann ich sogar noch was draufklatschen. Aber ich lasse mal so, wie er ist. Als eigene Konstruktion. So. Warum? Ich hoffe mal, dass ich den mitnehmen kann, weil nur ein Mini-Chat so ab ist ein bisschen wenig. So, schauen wir mal. Nein, ich bin Editor, stimmt. Entschuldigung! So, jetzt aber raus hier. Jetzt aber. Okay, dann laufen wir mal loslegen. Jo, 1, 2, 2 und ja. Kann ich mitnehmen. So muss das sein. Zwei Mini-Jets mindestens. Ich könnte auch drei mitnehmen, aber muss nicht sein. So, ab geht's zur Sonnenenge. Und soweit ich mich erinnern kann, war da ziemlich die Party, ne? Da war doch was, 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 da war doch was. Egal, ab geht's. Schatzliste? Oh, einiges. Einiges. Dann wollen wir mal. Okay, ab geht's. Hallo, Gegner! Ich hab euch vermisst! Ihr mich auch? Ah ja, mit zwei Mini-Chats ist viel besser. Da hab ich viel mehr Power. Mehr Power! Oh, den roten will ich haben. Danke! Ah. Alles zerlegen! Alles zerlegen! Wow! Viele Gegner hier! Und ein Feuergummi gekriegt! Das Feuergummi ist, naja, mittelgut, aber es hat hohe Feuerrate. So, nicht so viel Schaden, aber verdammt hohe Feuerrate. Das hat wie das Feuer und das Feuergummi nur halt etwas stärker. Verbraucht allerdings mehr Punkte zum Einbauen, ist ja klar. Was also besser ist, ein Feuer oder zwei Feuer oder ein Feuergummi, das muss ich für sich immer entscheiden. Oh, der ist cool. Zuerst die Arme weg, yay. Die auch die Seite, alte rollen und jetzt voll in die Mitte ballern! Und 10 Metallgummi, Materialgummi abstauben. So richtig ballern muss man. Rundlich Gummi halten. Oh, noch was. Dunkelgummi. Das ist cool. Dunkelgummi. So, die Gegner, die man hier kommt, sieht, die greifen ein um sich, was des Wortes. Und dann machen sie Schaden. Einfach wegrollen, dann kommen die nicht zu einem. Ah, die hier. Genau die hier meine ich. Die krabbeln. Neonröhrengummi halten. Oh, noch ein Gravitra-Gummi. Jetzt geht's mal los hier. Eisgar-Gummi. Oh, das ist auch cool. Das ist richtig cool. Wow! Jetzt geht's los hier! Oh, das sind einige Gegner. Einige. Und ich bin fast Level 30 im Metallen-Level. Zum allerersten Mal. Aber nur fast leider. 29. Ah, da muss man aufpassen. Mit dem muss man richtig Zeitpunkt rollen, sonst erwischt er einen und er macht übelst viel Schaden. Dieser Bohrer, den man gerade gesehen hat. Ja, der ist nicht ohne. Der ist wirklich nicht ohne. So, jetzt aber. Komm. Na, Mann. Wer trifft mich da ständig? Egal. Ich will schon mal einen 30er zeigen. Mindestens einmal, ja? Mindestens. Jetzt wird's hell hier! Yay! Und jetzt Level 30 und jetzt rastet das Gummischiff komplett aus. Jeder Schaden, glaube ich, wird verdoppelt oder so. Und ja, muss ich viel mehr sagen. Man kann Dauerfeuer machen. Yay! Man zieht Medaillen und grüne Kügelchen automatisch an. Das ist cool. Das ist nicht so cool, das ist sehr cool. Halt, das sind viele Gegner hier. Puh. Ziemlich die Party, ja stimmt. Und im 30er Medaillenlevel sind die Mini-Jets auch ziemlich krank drauf. Die bewegen sich nämlich ständig hin und her. Und
tun Schüsse abwehren. So, Heimat Level 8 erhalten. Falcon Level 8 erhalten. Yay! Und Ultima Gummi erhalten. Ist ein cooler Laser, der Ultima. Der beste eigentlich. Und ich habe Säge und Bohrer-Gummi bekommen. Die werde ich später vielleicht mal einbauen. Mal sehen. Weil die Sägen und der Bohrer sind für Kamikaze-Aktionen im wahrsten Sinne des Wortes. Also sonst komme ich, wenn ich wieder im Baumodus bin, des Gummichats. So, ab geht's nach, naja, zum geweihten Land. Und diese Welt ist einfach nur geil. Manche mögen sie nicht, aber ich finde sie einfach nur episch. Große Kluft. Das nehme ich mal den Anfang. Wir kommen in der Welt vom König der Löwen. Im Bright Land. Oder auch im geweihten Land. Und der Film ist einfach nur geil. Wer den nicht kennt, der tut mir leid. Hey, gut sehen wir aus. Ja, und in dieser Welt sehen die drei ein bisschen anders aus, vor allem Sora. Aber die Gegend ist ein bisschen unheimlich, was? Und weh! Oh! Tag auch. Herzlose? Ich weiß nicht, Sora. Ich glaube eher, das sind Einheimische. Kümmert euch nicht um uns. Wir sind nur auf der Durchreise. Ja, stimmt genau. Ach was, wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr zum Essen bleibt. Wir haben aber nichts zu essen mitgebracht. Wir haben euch trotzdem zum Fressen gern. Donnerwetter, Sora, ich glaube, wir sind das Essen. Wow! Und bleib so. Immer wenn's am schönsten ist, brüllt einem Scar dazwischen. Lass ihn doch brüllen. Nein. Sehen wir lieber nach, was er will. Seine Laune ist eh schon mies genug. Na schön. Nochmal Glück gehabt, weil Hyänen frisst wirklich alles. Keine Ahnung, was das sollte, aber nochmal mit heiler Haut davongekommen. Auf vier Beinen ist alles viel schwerer. Ich hab den Dreh raus. Komm, ich zeig's dir. Tja, Sora, der Vierbeiner.
Juhu, und als Level haben wir ein paar coole Fähigkeiten drauf, wie zum Beispiel Sliden, das ziemlich witzig aussieht, wenn man es ein bisschen übertreibt mit einem PS2-Controller. Dann kann man solche blöden Sachen wie das hier einstellen. Wupp, 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 njup, 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 njup. Also, es ist anstrengend. Okay, was haben wir hier auf jeden Fall? Eine Kiste mit Mithril-Tropfen und ein Äther, und das müsste die Karte sein. Jupp, die Prärie. Also Sora hat hier ein bisschen Glück gehabt, weil normalerweise sind die Hyänen da nicht so, ich sag mal, freundlich. Die essen da alles weg. Eigentlich essen die alles weg, den Rest meistens. Ja, bin da ein bisschen nicht so toll drauf. Okay, die Löwen von Sora, die hat einen Haufen Abilities, die man nicht ausschalten kann. Und vor allem sind die vier ziemlich cool. Combo Plus, Luft, Combo Plus, Luft, Combo Plus. Das heißt, die Löwenfahne von Sora hat eine extrem lange Combo. Statt 3 Schlägen hat sie 5, ne? Und das bei Luft und am Boden, das ist krass. Dann haben wir einen Aufwärtshaken. Mit Viereck kann man einen Aufwärtshaken machen. In der Luft kann man mit Viereck einen Drehimpuls machen. Das werde ich euch auf jeden Fall mehr als einmal zeigen. Der letzte Ausbruch ist ein bisschen tricky. Da muss man nämlich die Schläge mitzählen, wie oft man die Combo macht, damit man den ausführen kann. Und der Vergeltungsschlag. Mit 4 kann man schnell wieder die Kontrolle unter sich bringen. Aber das Interessante ist, man kann die nicht ausschalten, diese Abilities. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. So, und Goofy hat Dickschädel erlernt. Hm, was tue ich dafür weg? Weil Dickschädel ist schon nice to have. Er hat Großkopf und Dickschädel! Der ist ja fast unsterblich jetzt. Problem ist nur, was soll ich wegmachen? Teamwork ist nämlich geil. Wisst ihr was, ich verzichte erstmal drauf. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Auf jeden Fall habe ich die Magnetmagie, die zieht Gegner an. Und ich glaube, die haue ich sogar mal rein, statt Blitz. Aber Magnet ist cool. Magnet ist ohne Element, ob man es glaubt oder nicht. Und in dieser Mitte hier werden alle Gegner angezogen und bekommen Schaden. Aber schaut mal, wie teuer das ist. Alter, das ist... Ja, MP-Fresser of Doom, die Magie. Wie viel kostet denn die? Was will ich jetzt wissen, Moment. 30! Also doppelt so viel wie Blitz. Oh, das ist eine Hausnummer. Und mit Viereck kann man auch... Okay, es geht noch nicht. Aber generell kann man mit Viereck schneller laufen. Generell. Egal. Weiter geht's. Oh. Denkt ihr, was ich denke? Was tun wir jetzt? Kämpfen, was denn sonst? Überlass das uns. Kämpfen, was denn sonst? Was sollen wir sonst machen? Hat jemand bessere Idee, als wir kämpfen? Ich nicht. Also, rein! Und ich hoffe, kannst du noch. Als Löwen vom Kämpfen. So. Wir hast X, 4, oh Mist. Die Gegner sind gar nicht mal so, ne? So, machen wir jetzt mal Magie! Das Coole ist, während man Löwenform ist, hat man gleichzeitig die mobile Aktion von der weißen Form. Das heißt, man kann zaubern und sich bewegen. Gleichzeitig. Ohne dass einen... Wow, 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 wow. Chillt, Freunde, chillt. Nein, nicht wechseln. Ich will nur ein Item setzen. Danke, Donald. Boah, das war knapp. So, jetzt aber. Wups! Ach, komm schon. Aua. Und die Freunde halten nebenbei auch ein bisschen was aus. So, jetzt aber. In der Luft. Ach, Mann. In der Luft einfach statt X4 drücken, dann macht man eine richtig geile Combo. Au, au, au. So, jetzt aber. Njung, njung. Okay. Und jetzt, zack, 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 da dreht sich das Sora so richtig cool in der Luft. Damit werde ich noch ein bisschen ausführlicher zeigen, wenn ich das wieder hier drin habe. Bin ein bisschen aus der Übung. Herzlose, keine Frage. Danke, ihr habt mich gerettet. No problem. Wir sind froh, dass dir nichts fehlt. Hast du hier noch andere Herzlose gesehen? Herzlose? Nennt man die so? Ich weiß nicht, ob hier noch mehr von ihnen sind. Ich jage für gewöhnlich nicht außerhalb des geweihten Landes. Sag, weißt du, ob vielleicht jemand namens Rico dort ist? Oder ein paar Schurken in schwarzen Kutten? Oder vielleicht ein fieser großer Kerl namens Carlo?
Ach, egal, wir können ja trotzdem mal dort nachsehen gehen. Wartet, das geweihte Land ist gefährlich. Scars Hyänenlakaien haben die Situation dort unerträglich für uns gemacht. Die Hyänen nehmen uns die Nahrung weg und vertreiben die Herden. Wir verhungern noch bald. Wir kommen schon klar. Du hast doch gesehen, wie wir diese Herzlosen gerade besiegt haben. Das stimmt wohl. Das Königreich könnte solche wie euch jetzt gebrauchen. Vielleicht könnt ihr uns tatsächlich helfen. Du meinst, wir sollen diesen Scar und seine Hyänenbande vertreiben? Scar! Er übernahm nach dem Tod unseres letzten Königs Mufasa die Nachfolge. Dieser Typ ist also euer jetziger König? Du willst, dass wir euren König entthronen? Warte mal kurz. Wir können nicht einfach so Könige vom Thron stoßen, wo wir hinkommen. Ich meine, wenn sie sehen, dass ich stärker als ihr König bin, bieten sie mir vielleicht die Krone an. Was dann? Sora! Dann müsste ich natürlich ablehnen. Trotzdem, ich würde gerne das geweihte Land sehen. Also sollten wir ihn unter die Pfoten greifen, ja? Oh, oh, geht das schon wieder los? Sie geht voraus und erzählt den anderen von uns. Wir sollen sie an einem Ort namens Königsfelsen treffen. Also zwei Sachen. Wie würde Rico hier in dieser Welt aussehen? Erstens das und zweitens, auch als König, stelle ich mir nicht so gut vor. In Ernst jetzt. Hier war irgendwo eine Kiste, habe ich gerade gesehen, eine Szene. Ah ja, da hinten. Da ist eine Kiste ohne einen Haufen Herzlosen! Und jetzt haben wir es schön gesehen, die Schwüle. Vier Combo in der Luft. Da kann man sich drei bis viermal drehen in der Luft und das ist richtig cool. So, High Potion gibt es hier nebenbei. Die werde ich eventuell noch brauchen. So, in der Luft immer schön zack, 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 zack. Immer schön drehen, weil das macht mehr Schaden, als wenn man X drücken würde. Muss man auch mal wissen, muss ich zugeben. So, her mit dir. Whoops, und auf her, Team. Und nochmal und daneben, daneben. Ja, das ist das Problem. Wenn man den letzten Angriff da machen will am Boden, das ist wirklich knackig. Muss ich mitzählen. Weil eine 4 kommt und dann Viereck. Nicht gerade einfach. So, hier ist noch eine Kiste. Da geht's weiter. Way. Aber ich will die hier noch haben. Oh, schön. Zack, 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 zack. Ich mag die Combo. Zack, 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 zack. Und Schlitz. Ja. Also wieder ein bisschen rein. Juhu. Und nochmal. Ach man, daneben. Okay, Salto-Hiebe. Jupp. Auch hier gibt es die drei Kommandos. Die sind ja gar nicht so ohne. Und hey, hier gibt es einen Lunastein. Danke sehr. Da, das Item ist verdammt selten eigentlich, aber ein bisschen Luck muss auch sein. So, gibt's hier noch was? Eine Kiste? Nein, aber weiter Herzlose. Ach, lass mich doch. Und bing! Und tack! Und tack! Und zusch! Das ist ein Angriff gerade gewesen. Macht extrem viel Schaden. Okay, er macht zuerst viel kleinen Schaden und dann extremen Schaden. Ist ein sehr cooler Abschlussangriff, der man im Viereck auslösen kann. Aber bei mir passiert das selten, weil ich meistens in der Luft kämpfe in der Löwenform. Warum? Weil es einfach cooler ist. Und sowieso mit Magnet auch. Weil es unelementar ist! Yay! Ah, stimmt, euch gibt's ja auch noch. Level 24? Jo, passt. So, schön mit Magnet hier arbeiten. Magnet ist eine coole Magie. Generell, mit Magien hier in dieser Welt sind geil. Kann ich euch mal ein bisschen Feuer zeigen! Immer schön bewegen bleiben. Und jetzt Rodeo. Doing, 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 doing. Und Schädelspalter. Der Schädelspalter macht extrem viel Schaden. So. Ich finde es gut, dass man hier mobile Aktion hat. Das ist richtig nice. Auch wenn es nicht erklärt wird, man hat sie. So, auch mit dir. Ich will dich nach oben bringen. Und auch Donald ist in dieser Welt ein bisschen besser mit seiner Magie, weil er auch die mobile Aktion hat. Richtig geil ist! Und weg ist der Gegner. Der hat keine Chance gehabt. Keine Schnitte, der Gute. Hier war doch irgendwo eine Kiste, oder? Ja, nein, vielleicht. Ja, nein, vielleicht. Ja, nein. Ich will nicht wissen, wie eine Kiste ist. Nein? Oh, dann halt nicht.
Dann verziehe ich mich zum Königsfelsen. Wer den Film König der Löwen nicht gesehen hat, Leute, die tun mir leid. Der Film ist einfach nur episch und legendär. Das ist er wirklich, das ist kein Witz. Das ist er. Was denn? Stimmt was nicht? Ich habe Rafiki erzählt, dass ihr uns dabei helfen könntet, Scar und die Hyänen aus dem geweihten Land zu vertreiben. Aber er meint, das wird nichts. Wisst ihr, derjenige, der das geweihte Land befreit, wird unser nächster König. Und er muss über die richtigen Eigenschaften verfügen. Soll heißen... Ich glaube, sie meint, du hast nicht das Zeug zum König, Sora. Oh. Tut mir leid für die ganzen Umstände. Ach nein, schon in Ordnung. Geht jetzt besser, bevor Scar erfährt, dass ihr hier seid. Es tut mir wirklich leid. Ja, das war nicht das Ding vom König. Der Meinung bin ich auch. Und zwar derbe. Nebenbei, hier hinten, ups, gibt es eine kleine Höhle. Da wohnt der Rafiki. Oder die Höhle des Weisen. Der Affe. Und ja, cooles Zeichen hier. Bild eines Löwen. Oh yeah. Wo das wohl herkommt? Auf jeden Fall noch ein bisschen MP laden. Achso, ich hab schon vorhin dran. Passt. Ich dachte, da drin wäre eine Kiste. Oh, auf jeden Fall eine Kiste ist hier hinten ab. Die kann ich mich gut erinnern. Die habe ich erst nach 5. oder 6. Mal spielen gefunden. Ich dachte mir immer, gibt's da keine Karte? Aber nein, die ist einfach hier. Ja, also manche Kisten sind so offensichtlich, dass man sie trotzdem übersieht. Ja. Passiert. So, hier ist noch ein Mega-Ether, was ziemlich geil aussieht. Das Icon. Finde ich cool. Und, ah, stimmt. Hier gibt es ja auch noch. Ups. Nemitril-Tropfen. Wir sollen hier weg, hat's gegessen, aber es ist toll hier. Gefällt mir. Was sagt der Affe eigentlich dazu? Ja, es ist die Höhle des Königs, in der einst eine lange Linie von Königen herrschte. Jetzt geht es dazu, solche, die diesen Anspruch nicht gerecht werden. Boah. Ich würde gern wissen, wie er das rausfindet, ob ein König es wert ist oder nicht. Der schaut einfach in die Augen rein und dann weiß er es. Tja, der Affe, der kann es halt. Nebenbei, so ab wie er aussieht, gibt es wirklich im Real Life. Oh, ihr drei schon wieder. Sind mehr wie drei. Na, alles frisch? Wenn das mal nicht unser 3 gegen den von vorhin ist. Seht nur, da kommt Scar, der König. Oh, da ist Carlo. Der muss noch üben. Mein Rücken. Was machst du denn hier? Och, das kleine Miezekätzchen macht sich Sorgen um mich. Macht euch lieber Sorgen wegen meiner Freunde. Ja! Wir sind umzingelt. Also die Damen, eure Pflicht ruft, auf zur Jagd. Die Herden sind weitergezogen, Scar. In einem Land ohne Beute gibt es nichts zu jagen. Keine Beute? Und was ist denn das hier? Wir sind keine Beute. Oh, quicklebendig, sehr fein. Gut, sie gehören dir, Scar. Wow. Oh, lauft! Wohin denn? Oh, okay, geradeaus einfach. Alles klar. Weg hier! Folgt mir!
Gerne, immer doch die Dame.